In der alten Residenz Ludwigsburg, die in diesem Jahr zum zweiten Male die Hauptstadt der Jugend Europas ist, begrüßen wir Gäste aus 7 Nationen. Aus Frankreich die Mannschaft von Bourgeon Jallieu. Aus der Schweiz Olivone. Aus Belgien die Mannschaft von Ückel. Aus Italien Carrara. Aus Großbritannien die Mannschaft von Olem. Aus Holland Liebekein. Und der Vertreter der Bundesrepublik kommt aus Bayern. Es ist die Mannschaft von Schliersee. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen im blühenden und lebensfrohen Barocks im Zeitalter des 18. Jahrhunderts. Also Manfred Erdenberg und ich haben heute schon den ganzen Nachmittag versucht, einen Kratzfuß zusammenzubringen, aber er klappt noch nicht ganz. Du hast wohl auf den Schlittschuhen geübt, das? Die werden erst geschliffen. Ja, aber er hat seine Perücke vergessen. Die ist noch beim Friseur zum Ondulieren. Eine echte? Ja, eine echte, lang. Gut. Nun, zurück zu unserem Spiel. Sie werden einiges heute sehen, was wirklich der Etikette des Barocks entspricht. Manfred. Ja, höfisches Leben heißt ja das Motto. Sie werden Damen sehen in Reifröcken, Wachsoldaten, Pferde, Reiter, alles, was dazugehört. Wollen wir schnell noch einen Gruß hinüberrufen in die Schweiz. Grüßen Sie miteinander, liebe Deutsch-Schweizer, und drücken Sie Ihrem Team die Daumen. Das ist die Mannschaft von Olivone. Und er hat, ich glaube, es ist Zeit, lass Blumen sprechen. Aber lassen wir unsere Blumen sprechen. Wir haben hier ein riesiges Blumenbeet. Irgendwie ist es schade, dass Sie nicht hier den ganzen Schlosspark sehen können, der voll mit Blumen ist. Ein Blumenmeer. Selbst im Frühling blühen hier schon bis zu 500.000 Tulpen. Also unsagbar, diese Pracht. Aber wie so ein Beet gepflanzt wird, das wollen wir Ihnen zeigen. Wir haben hier für 6 spielende Mannschaften 6 Sektoren und jeweils gestanzte Löcher. Und die heißt es, mit Bällen zu füllen. Die Bälle sind also hier sinnbildlich für die Blumen. Und dieser Spieler hier hinten gehört zu einer Mannschaft. Er ist Gärtner. Wir müssen mal schauen. Jawohl, er ist aus Großbritannien, aus Oldham. Und es sind alle dabei, bis auf Frankreich. Und jetzt vielleicht erinnern Sie sich noch unseren alten Bundeskanzler Konrad Adenauer. Wenn er immer seinen wohlverdienten Urlaub machte, macht er ein Spiel, nämlich Boccia, dieses geschickte Werfen. Und genau so müssen jetzt die spielen, damit die Bälle wirklich hier unten drin bleiben. Und damit nicht von einer gegnerischen Mannschaft ein Ball auf dem richtigen Sektor, auf dem jeweiligen Sektor liegen bleibt, liegt unten ein Mitspieler drin mit der Taschenlampe, leuchtet die Bälle ab und diejenigen, die nicht die richtige Farbe haben, die schmeißt er raus. Aber ehe wir anfangen, brauchen wir 2 ganz, ganz wichtige Leute, nämlich unsere beiden Hauptschiedsrichter Gennaro Olivieri und Guido Bancaldi. Mein Gott, was wäre ich ohne euch? Ne? Oh, was für eine Atmosphäre heute Abend. Wunderbar. Nie beugen. Kratzfuß musst du üben. Kratzfuß. Kratzfuß. Nicht zu tief, weil sonst kommen wir nicht mehr hoch. Das Alter drückt ihn. Da weißt du, wo man dann aufhören muss. So, jetzt Start. Alle warten drauf. Alle wollen die Punkte, damit sie heute im Endspiel, wo Sieger gegen Sieger spielen, wirklich die goldene Trophäe gewinnen. Achtung! 3, 2, 1. So, und diese Geisterhände, die ich Ihnen eben vorhin schon angekündigt habe, sind jeweils die Mitspieler der einzelnen Mannschaften, die Bälle natürlich bisschen einsortieren und die falschen Bälle, die eben von der anderen Mannschaft kommen, wieder herausschubsen. Übrigens für Schliersee ist Herbert Seemüller dabei und Klaus Wittmann. Und wer im Sport gut informiert ist, sollte mal einen Blick auf die belgische Mannschaft richten. Es ist Claude Chevalier, 39 Jahre alt. Er war 68 belgischer Kugelstoßmeister mit einer Weite über 17 Meter. Und heute stoßt er also nicht die Bälle, sondern wirft sie ganz elegant und leicht eben in Boccia-Manier in die vorgestanzten Löcher. Gennaro, wir haben 2 Minuten für dieses Spiel und wie sind wir in der Zwischenzeit? In dem Moment noch 35 Sekunden jetzt. 35 Sekunden noch. Und da häuft sich ja schon alles an Bälle. Aber wenn sie aufeinander liegen, das zählt natürlich nicht. Sie müssen einzeln in diese Kuhlen, in diese Löcher reinfallen. Achtung! Noch 15 Sekunden.
10. 5. Achtung. So, und für jede Mannschaft steht natürlich ein Linienrichter zur Verfügung. Er hat bereits mitgezählt, hat schon aufgepasst, wie viele Bälle ungefähr reingefallen sind. Zählt aber jetzt nochmal alles ab. Und diese Linienrichter werden dann den Hauptschiedsrichter informieren, wie viele Bälle die Mannschaft aus Großbritannien, aus Deutschland oder aus Belgien hatte. Und dann werden wir von Gennaro erfahren, wer im ersten Spiel die besten Nerven und das größte Geschick gehabt hat und gleich vorneweg mit den meisten Punkten marschieren wird. Das sind die Resultate. Für Belgien 42 Bälle. Ückle 42 Bälle. Für die Schweiz 39. Olivone 39. Für Niederland 42. Nivichain 42. Für Italien 46. Marina Di Carrara 46. Für Großbritannien ebenfalls 46. Oldham 46. Für Deutschland 42. Und Schliersee 42. Dann die Punkte. Für Italien 6 Punkte. Carrara 6 Punkte. Für Großbritannien ebenfalls 6 Punkte. Oldham 6 Punkte. Dann für Belgien 4 Punkte. Ückle 4 Punkte. Für Niederland 4 Punkte. Nivichain 4 Punkte. Für Deutschland ebenfalls 4 Punkte. Schliersee 4 Punkte. Und für die Schweiz einen Punkt. Und Olivone einen Punkt. Und damit zu unserem ersten Zwischenspiel zum Fil Rouge. Und dieses Mal ist es wirklich ein roter Faden in Form einer roten Kutsche, die sich durch das ganze Spiel immer mit uns mit hindurch bewegen wird. Sie können sich vorstellen, in so einem tollen Schloss kamen immer wieder sehr, sehr große Gäste. So ließ ich mir sagen, dass in der Mitte des 18. Jahrhunderts Kaiser Karl der VII. Da war, Kaiserin Maria Theresia, der 7,5-jährige Mozart war bereits hier und ein Mann, nämlich Casanova persönlich. Und wenn Sie die Geschichten von Casanova kennen, dann wissen Sie, dass er ab und zu eine ganz überstürzte Flucht machen musste, wenn so ein Ehemann hinter ihm her war. Und diese Flucht wollen wir Ihnen jetzt mal demonstrieren. Er sitzt also schon in der Kutsche, wir sehen ihn hier ein bisschen rausschauen. Aber die Lakaien, die ihn begleiten sollen und die sich hier hinten auf das Trittbrett stellen sollen, stammen von der Mannschaft, die das erste Zwischenspiel bestreitet, nämlich aus Frankreich, Bourgoin-Chalieu. Und jetzt werden wir mal zeigen, wie sie etikettgemäß angezogen werden. Sie bekommen eine tolle Livree, schön steif gefroren, damit sie nicht zu kalt wird. Jetzt der zweite noch. Und die Aufgabe besteht also darin, dass die sich möglichst lange bei der rasanten Fluchtfahrt auf ihrem Trittbrett halten können. Und damit sie nicht allzu früh absteigen müssen, ist der Trainer der Mannschaft noch mit von der Partie. Und er wird mit einer Stange ein bisschen Schützenhilfe den Herren geben. Und die brauchen sie ganz bestimmt, denn die feurigen Pferde und Reiter hier vorne bei den Vierspänner kommen aus Schliersee und aus Nivichain. Und sie werden wie die Hölle fahren, damit die da hinten möglichst schnell runterfallen. Achtung! Sind wir soweit? Oder haben die Jungs noch Schwierigkeiten? Die werden wahrscheinlich noch ein bisschen gefeiert haben. Die Lakaien, nichts ahnend, dass der Herr so schnell flüchten muss. Aber jetzt geht's los. Alles okay. Attention pour la France. 3, 2, 1. Entscheidend ist also die Zeit, wie lang sich die Spieler, die Lakaien hinten auf dem Trittbrett halten können, bis sie runterfallen. Da fällt der Erste. Die maximale Zeit wäre eine Minute, denn so lange fährt die Kutsche im höllischen Tempo. Aber die Hindernisse, die wir eingebaut haben, machen es natürlich möglich, dass sie auch sehr, sehr schnell baden gehen und vom Trittbrett stürzen. Kann ihnen natürlich nichts passieren, denn Jungs, die sind in unheimlich gepolstert, diese Styropor-Figuren, diese Anzüge, sodass es geradezu ein Vergnügen ist, herunterzufallen. Also der Erste mit 7 Sekunden, der Zweite mit 14, das macht total 21 Sekunden. Für die zwei Lakaien aus Bourgoin-Chalieu 21 Sekunden, die erste Wertung im Fil Rouge. Aber nun zu meinem Kollegen Manfred Erdenberger. Danke, Herr Hart. Und das war sicherlich nicht gerade das sanfteste Spiel, was wir da als Zwischenspiel ausgesucht haben. Es geht ein bisschen holprig da über den Schlossplatz.
Dieses Spiel, was wir nun machen werden, das zweite, ist das Sänftenspiel. Aber das muss nicht heißen, wie Sie gleich merken werden, dass es unbedingt sanfter zugeht. Dieses hier sind zunächst mal nur Viertel oder halbe Sänften. Röhnräder, würde ich zunächst mal sagen. In denen sind Mädchen. Charmante Gäste, einmal aus Oldham, aus Großbritannien. Please, Smilav, give a little wave over there to the camera. Und auf der anderen Seite von Schliersee, das ist Beatrix. Und wenn ich im Verlauf dieser Sendung unsere englischen Gäste anspreche und sage Oldham, dann unterstellen Sie mir bitte nicht, dass ich sage Oldham. Das wäre alter Schinken und das wäre wirklich, gerade angesichts unserer entzückenden Kandidatinnen hier, eine Beleidigung. Guido, ich glaube, dann können wir den ersten Start. Ich muss schnell noch sagen, es geht auf die andere Seite rüber. Drüben warten die vier Lakaien, die dann aus dem Röhnrad die echte Sänfte machen werden. Dann kommen sie zurück. Und was dabei alles passiert, lassen Sie sich überraschen. Achtung! 3, 2, 1. So, nun erleben Sie mal den Goldhamster-Effekt, wenn in diesem Rad hier gelaufen wird, wenn man sich dreht. Da muss man natürlich auch die Richtung beibehalten. Man muss schwindelfrei sein, all das, was man bei einem solchen Spiel überhaupt als Grundvoraussetzung mitbringen muss. Jetzt wird ein bisschen umgebaut, dann kommt Schliersee hier außen auf der Bahn an der Zuschauerseite. Wir gehen ein bisschen zurück, das wird gefährlich. Ui, bayerisches Temperament. Und das Spiel ist zu Ende, wenn die vier Lakaien vorne mit dem Mädchen stehen. Dann kommt Oldham. Ebenfalls im Ziel. So. Da muss man also nicht nur schwindelfrei sein, sondern da muss man eine ganze Menge an Konditionen mitbringen. Sie haben gesehen, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, Sie haben es alle gut überstanden. Und Guido hat schon die Ergebnisse. Ja, die ersten Zeiten sind Großbritannien 47. 47 Sekunden für Oldham. Und für Deutschland 40 Sekunden. Und 40 Sekunden für Schliersee. Lassen Sie mich, liebe Zuschauer, noch eine persönliche Bemerkung bei dieser Gelegenheit, wo wir umbauen, schnell anbringen. Sie wissen vielleicht, dass die Niederlande im nächsten Jahr in unserer Runde nicht mehr dabei sind. Wir bedauern das alle sehr, dass sie aussteigen. Wir werden deshalb nicht kleiner in unserer Runde. Jugoslawien kommt dazu. Aber es kommt eines noch dazu, was wir sehr bedauern. Wir verlieren dabei unseren geschätzten Kollegen Barend Barendse. Und wir werden auch seine karierte Mütze sehr vermissen. Da oben sitzt er in der ersten Kabine. Barend, alles Gute und tot ziens. So, wir bereiten dann unseren nächsten Start vor. Da starten innen auf der Zuschauerseite startet die Vertretung von Nieuwekein und daneben die Mannschaft von Ückel. Achtung, Achtung, 3, 2, 1. Zweiter Durchgang. Zeit für dieses Spiel, 2 Minuten 30 Sekunden. Schauen Sie mal, die haben einen Zusatzmotor eingebaut. Ückel vorne bei den Lakaien. Für Ückel rollt da übrigens Martin und für Nieuwegein ist das Ina. Die beiden Nachbarländer jetzt hier im sänften Wettstreit. Da rollt es hinten wieder runter. Ückel kommt. Oh, da sind die Lakaien ein bisschen gerutscht. Dadurch kann Nieuwegein aufholen. Oh, vorne gucken, ja, gucken, Minea Leusterl. Ökel im Ziel. Helfen Sie unseren holländischen Freunden ein bisschen. Rüstig, rüstig, aber dann doch schnell auf das Podest. Hui, da stehen Sie Kopf vor Freude oder auch nur vor Aufregung. Aber Sie sind im Ziel. Die Perücke ist ein bisschen runtergerutscht, aber das alles kann man ja noch in Kauf nehmen, wenn es hier um die letzten Möglichkeiten geht, Punkte gut zu machen, Sekunden gut zu machen in dem Finale des Jahres 77. Wobei übrigens die Holländer ja erfolgreich waren mit 3 ersten Plätzen, die erfolgreichste Mannschaft. Wir haben für Holland eine Zeit 1 Minute und 15 Sekunden. 1:15 für Nieuwegein.
Und für Belgien 55 Sekunden. Und 55 Sekunden für Ückel. Und im dritten Durchgang machen sich fertig unsere Vertreterinnen für Carrara auf der Zuschauerseite und aus Bourgoin-Jallieu auf der anderen Seite. Sie wissen vielleicht noch, liebe Zuschauer, Carrara war der erste Gastgeber in diesem Jahr beim Spiel ohne Grenzen. Das war die Zeit, als noch Sommer herrschte, aber das war auch nur dieses eine Wochenende. Achtung, 3, 2, 1. Fast gleicher Zieleinlauf. Jetzt heißt es ganz schnell umbauen. Und die Lakaien müssen natürlich spuren. Damals war das leichter, zur Zeit des blühenden Barock, zur Hochzeit. Da konnte man die schnell vor die Tür setzen und die waren entlassen. Heute muss man das Personal dann schon ein bisschen länger behalten. Jetzt wird es gefährlich. Also hier merkt man gleich, dass zwei besonders temperamentvolle Mannschaften am Werk sind, die Franzosen und die Italiener. So, wollen wir ihnen nochmal helfen? Es geht jetzt um die letzten Meter, um ein bisschen Gleichgewicht und, oi. Von wegen ein sanftes Spiel, wie die mit den Damen umgehen, nur um Punkte zu machen, das ist schon ein starkes Stück. Aber sie sind alle gut gepolstert. Ich meine nicht die Damen, die natürlich stellenweise auch. Aber in den Rädern hat man natürlich schon dafür gesorgt, dass nichts passieren kann. Wir haben für Frankreich eine Zeit von 48 Sekunden. 48 für Bourgoin-Jallieu. Und für Italien 1,06. 1,06 für Carrara. Die Punkte, Deutschland 6 Punkte. Das heißt 6 Punkte für Schliersee. Großbritannien 5 Punkte. 5 für Oldham. Frankreich 4 Punkte. 4 für Bourgoin-Jallieu. Belgien 3 Punkte. 3 Punkte für Ückel. Italien 2 Punkte. 2 Punkte für Carrara. Und Holland, Niederlande 1 Punkt. Und 1 Punkt für Nieuwegein. Danke, Guido. Wir kommen zu unserem nächsten Zwischenspiel. Nicht dabei war eben die Mannschaft aus Olivone. Also jetzt sind die Schweizer aufgerufen. Ganz besonders die Daumen zu drücken. Das sind nämlich unsere beiden Lakaien, die dort hinten vom Trainer bei der Stange gehalten werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und unsere Pferdchen kommen aus Schliersee und aus Bourgoin-Jallieu. Dann wollen wir mal schauen, wie das klappt mit der Kombination. Gennaro. Achtung! Attenzione! 3, 2, 1. Die Schlierseer Pferdchen sind übrigens Klaus Leitner und Erhard Meitinger. Aber die Schweizer sind standfest. Die Lakaien aus Olivone. Zweite Runde. Also die werden schon sichtlich müde, während die Lakaien die standfestesten sind, die wir bisher hatten. Eine Minute Zeit haben wir insgesamt. Wie viel haben wir noch, Gennaro? Ja, wir haben noch in dem Moment 15 Sekunden. 15 Sekunden, nochmal ein Endspurt. Wollen Sie die Pferdchen mal ein bisschen auf Trab bringen, liebe Zuschauer? Achtung! Also ich habe das Gefühl, die haben ihren Hafer nicht verdient. Die Lakaien aus Olivone waren standfester, als wir zunächst eigentlich nach den Erfahrungen angenommen haben. Diese Pferde waren sehr, sehr müde. Wir haben die Höchstzeit für die Schweiz, das macht 120 Sekunden. Also für jeden Lakaien 60 Sekunden, 1,20 ist die Zeit, Maximum Zeit. Und Erhard bittet jetzt wohl im nächsten Spiel die Ballettratten vor das Schloss. Also nach diesen rauen Sitten wird es langsam Zeit, dass wir wieder etwas Anmutiges, Graziöses zu sehen bekommen. Und Ludwigsburg war immer eine Stadt fürs Ballett. So ließ man im 18. Jahrhundert selbst Nover aus Paris kommen, dort den tanzenden Gott aus Paris, Vestri. Man scheute also keine Kosten und wir haben heute auch keine Kosten gescheut. Nämlich die besten Balletttänzer
aus 7 Ländern hier zu versammeln. Und deshalb bitte Musik für unser Ballett. Wir begrüßen die Balletteusen und die Balletttänzer aus Deutschland, der Schweiz und aus den Niederlanden. So, erinnern wir uns an das Rokoko. Hier in Ludwigsburg gibt es eine ganze sehr berühmte Porzellanfabrik. Man hat mir erzählt, dass sogar in New York bei Tiffany dieses Porzellan zu hohen Dollarpreisen gehandelt wird. Und eine sehr schöne Figur ist eine Spieldose. Auf dieser Spieldose natürlich eine nette Balletteuse. Jetzt zeige ich Ihnen aber zuerst einmal, wie unsere Spieldose funktioniert, denn es wird eben im Sinne des Rokokos hier gespielt. Wir haben hier eine Scheibe und innerhalb dieser Scheibe ist ein 50 Meter langes Band aufgerollt. Und dieses Band müssen die Herren der Schöpfung jetzt so geschickt herausziehen, dass die Balletteuse sich mit der Scheibe dreht. Und falls das Mädchen herunterfällt oder runtersteigen muss, verhindert ein Mechanismus, der sich dann einschaltet, dass sich die Scheibe weiterdrehen kann. Es kann also niemand mogeln. So gehört es sich auch, denn so viel Schiedsrichter könnten wir gar nicht aufbieten, dass man dann hier nicht ein bisschen schieben könnte. Aber jetzt bitte wieder Musik. Alles ist fertig und jetzt genießen Sie es. Achtung! 3, 2, 1. Das Band ist ungefähr 50 Meter lang und am Ende des Bandes ist eine rote Markierung, sodass die Schiedsrichter dann sehen können, wenn die Spieldose am Ende der Spielzeit ist. Für Schliersee tanzt hier Brigitte Engelhardt und Bärbel Haslinger. Und die Herren sind Herbert Seemüller und Klaus Wiedmann. Jetzt schon ganz vorne liegen beim Ziehen. Sie führen, glaube ich, sogar um einen halben Meter vor den Schweizern. Ja, jetzt sind sie bald in Führung. Jetzt müsste auf jeden Moment das Band zu Ende sein. Und dann geht auch ein Feuerwerk auf. Sobald das letzte Mädchen zu Ende ist, beginnt unser Feuerwerk und zeigt an, wer hier als erstes sehen ist. Welches Feuerwerk wir als erstes sehen, kennzeichnet den Sieger des ersten Durchgangs. Wenn man so gedreht wird, kommen natürlich auch die Schwindelgefühle und dann torkelt man ein bisschen vom Alkohol berauscht. Alle drei Feuerwerkskörper strahlen und dementsprechend ist der erste Durchgang zu Ende. Unsere Schiedsrichter haben wie immer mit Argusaugen aufgepasst. Wir haben Zeiten für Niederlande. 1 Minute 13. Nibichain, 1 Minute 13 Sekunden. Für die Schweiz, 1 Minute 15. Olivone, 1 Minute 15. Und für Deutschland, 53 Sekunden. Und für unsere Schlüssel, 53 Sekunden. So, aber noch ist das Spiel nicht zu Ende. Jetzt bitte wieder Musik für unseren zweiten Durchgang für die Ballettratten aus Frankreich, Italien und Großbritannien. Alles geht in Stellung. Der Ballettmeister, Monsieur Gennaro Olivieri, mit dem Taktstock, diesmal ein Pfeifchen. War nie ein Ballettmeister bis jetzt. La France prêt. Achtung! 3, 2, 1. Es ist irgendwie schade, dass nicht die Haltung auch noch bewertet wird. Wer gefällt dir denn am besten, Gennaro? Welche Dame? Welche Dame? Die kleine Französin, die mit den schwarzen Haaren. Also von der graziösen Handhaltung würde ich auf Großbritannien. Großbritannien.
Die italienischen Damen haben ein bisschen Vino Rosso erwischt. Ja. So, soweit ich es von hier sehen kann, ist eine leichte Führung. Der Engländer da, Oldham, ist sehr gut im Rennen. Da beide Mädchen ungefähr gleich lang schon sich gedreht haben. Bei Thalen, bei Carrara ist es unterschiedlich. Ein Mädchen ist sehr gut, das andere hat noch viel Band drauf. Jetzt schließen auch die Franzosen schon auf. Ja! Nur Italien. Carrara tanzt noch. Bei Bourgoin-Chalieu ist das Feuerwerk nicht losgegangen, aber es wird genauso gewertet, denn unsere rote Markierung an dem Bandende hat den Schiedsrichtern ja gezeigt, dass die Mannschaft ihr Spiel regelgerecht beendet hat. So, also wie gesagt, hier bei Frankreich ist zwar der Feuerwerkskörper ausgefallen, das sagt aber nichts darüber aus, sondern entscheidend war die rote Markierung an dem Band und die Zeiten sind ja schon komplett. Die Zeit für Frankreich 1 Minute 22. Bourgoin, Chalieu, 1 Minute 22. Für Italien 1 Minute 39. Carrara, 1 Minute 39. Und für Großbritannien 1 Minute 21. Und für Oldham 1 Minute 21. Ich glaube, dass Sie alle verstanden haben, dass die deutsche Mannschaft gewonnen hat. Die Punkte. Deutschland 6 Punkte. Schlierse 6 Punkte. Niederland 5 Punkte. Nieuwegein 5 Punkte. Schweiz 4 Punkte. Olivone 4 Punkte. Für Großbritannien 3 Punkte. Oldham 3 Punkte. Frankreich 2 Punkte. Bourgoin-Chalieu 2 Punkte. Und für Italien 1 Punkt. Und für Carrara 1 Punkt. Und damit wieder zum Zwischenspiel. Dieses Mal ist die Mannschaft aus Belgien, aus Ückle an der Reihe. Aber zuerst darf ich die Pferde vorstellen. Die feurigen Reiter und die Pferde kommen aus Frankreich, aus Bourgoin-Chalieu. Und hier die Mannschaft aus der Schweiz, aus Olivone. Das sind also die feurigen Reiter, die wilde Reiter GmbH, wie wir sie auch nennen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, denn sie wollen ihre Passagiere ja verlieren. Und hier die beiden Lakaien plus Trainer aus Belgien sind startklar. Attention la Belgique, attention, 3, 2, 1. So, und jetzt kommt die gefährliche erste Kurve und da fällt der erste auch schon. Ja, wenn der zweite sich jetzt gut hält, dann gibt das trotzdem noch eine Bombenzeit. Hängt zwar etwas müde in den Seilen. Aber jetzt sind auch die Pferde müde. Und das ist die Überlebenschance für den letzten Lakaien. Wir haben nur noch wenige Sekunden, dann haben Sie es überstanden. 5, 2, Achtung. Ja, also wenngleich der erste ziemlich schnell baden ging, in unserem Sand hier, in unserem Staub, dann hielt sich der zweite desto bravouröser. Ja, also eine sehr gute Zeit, 9 für den ersten und volle Zeit für den zweiten. Das macht 69 Sekunden. Für Ückle 69 Sekunden. Und mit dieser Bombenzeit wieder zu Manfred Erdenberger. Wir sind im vierten Spiel gleich bei den Pferden geblieben, die drüben vor der Kutsche zunächst einmal zu sehen waren. Sie wissen ja, die Zeit des Barock war natürlich die Zeit der galanten Abenteuer. Sie sollten sich aber nicht darüber hinwegtäuschen, wenn die Herren mit den Pferdchen unterwegs waren, dann waren nicht immer nur, dass die Kuriere die Liebesbriefe befördert haben, sondern das waren dann meist Kuriere, die neue Steuerbescheide ins Land trugen, womit die Liebesabenteuer der Regierenden, der Herrschenden finanziert wurden. Unsere Kandidaten können kaum noch ihre Pferdchen zügeln hier. Das ist Claude Chevalier,
aus Ückel. Und dann haben wir hier Loris Solari aus Olivone. Und drüben haben wir Jan van Kippersluis für Nieuwekein. Und ich sehe eine ganze Menge. Wir haben einen Weltrekord mit den Joker. Wir haben nur 5 Joker. Können wir die Joker mal sehen? Ich weiß nicht, ob es in diesem Schloss gewesen ist, wo man sagte, lasst Joker um mich sein. Einmal für Schliersee. Jetzt muss ich erst mal vorne schauen hier. Fangen wir drüben an. Auf der anderen Seite. Der Joker für Oldham. Good luck für Schliersee. Macht's gut, Burm. Und für Niederlande. Die Mannschaft von Nieuwekein setzt ebenfalls den Joker. Hier kommt Belgien, Ückel. Und da haben wir noch einen für Olivone. Bonne Fortuna, bonne chance, good luck. Macht's gut. Seht zu, dass ihr eure Joker auch wirklich dort platzieren könnt, wo ihr es gerne wollt. So. Alle Joker mit Ausnahme von Frankreich. Das bedeutet natürlich, dass wir sehr schnell damit fertig sind. Die Rechnerei entfällt dann, das haben wir nur einmal dann. So. Es geht auf die Strecke und dass das nicht ganz einfach ist und dass das zur Zeit des Barock nicht ganz einfach war, wollen wir Ihnen demonstrieren. Guido. Achtung, 3, 2, 1. Die Herren haben scharfe Hüte auf und die werden sie brauchen. Denn sie müssen die Ballons mitnehmen. Und darin ist es ein bisschen voll. Ja, da werden die ersten Pferdchen schon müde. Die Reiter kriegen natürlich langsam nasse Füße. Vorne ist Olivone. Dann kommt Ückel ganz stark auf. Hier hüpft noch Jan van Kippersluis aus Nieuwekein. Wir müssen noch mal schnell vorn schauen. Endspurt zwischen Ückel und Olivone. 2 Ballons. Und Ückel kommt. Ja. Wollen wir ihm etwas helfen? Ein bisschen mit hopp, 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 wie sich das für das Pferdchen gehört. Oh, hopp. Oh, hopp. Oh, hopp. Oh, hopp. Ah, jetzt wollte er nicht. Hopp. Oh, hopp. 2 Minuten hat er insgesamt. Nur nicht nachgeben. Ja, das ist wichtig. Auf dem Hut ist der Nagel befestigt und der muss natürlich ganz genau treffen. Die Ballons hängen übrigens alle gleich auf der richtigen Höhe. Es ist für jeden Kandidaten abgemessen worden. Also nochmal zusammen. Hey. Hopp. Hey. Hopp. Ja, der springt nicht, wann Sie wollen. Die Niederländer haben da ihren eigenen Dickschädel. Die springen nicht auf Kommando. Leider, leider. Die Zeit ist um. Also er ist sehr traurig, aber wir müssen ihn ein bisschen aufmuntern. Geben Sie ihm einen kleinen aufmunternden Applaus. Er hat es verdient. Er hat so tapfer gekämpft. Aber es hat nicht sollen sein. So, die Wertung für Holland, 2 Ballons. 2 Ballons für Nieuwekein. Die Schweiz, 1:05. 1:05 für Olivone. Und für Belgien 59 Sekunden. 59 Sekunden für Ückel. Das war der erste Durchgang. Im zweiten Durchgang haben wir die Mannschaften von Bourgoing, Chalieu, von Oldham und von Schliersee. Und wir werden noch einmal dieselben Schwierigkeiten erleben. Auf diesem Kurs, der so ein bisschen eine Mischung ist zwischen Prix d'Amérique, zwischen Military und Dressur, zwischen Grand National, all das, all die Elemente vereinen wir hier bei unserem vierten Spiel. Die Reiter, die Kuriere des Erzherzogs oder wer immer sie auf die Reise geschickt hat. Vielleicht war es auch die Dame des Hauses. Wir hängen noch schnell die letzten Ballons auf. Ja, natürlich. Achtung, Achtung, 3, 2, 1. So, auf der Innenbahn ist Schliersee. Und für Schliersee reitet Adi Merle, ein Sportlehrer. Und wenn der das nicht schafft,
dann sollte mich das sehr wundern. In der Mitte kommt Oldham. Für Oldham ist das Tony Nennen. Und für Bourgeois ist das André Kottas. Aber hier kommt Schliersee. Mit einem gewaltigen Satz hat er das Ziel erreicht. Oldham jetzt in der Mitte. Von Ballon zu Ballon mit seinem feurigen Pferdchen, das ein bisschen nass geworden ist, wie der Reiter auch, aber das kann ihn ja nicht so sehr erschüttern, denn zu Hause ist das Wetter auch nicht besser. Noch einmal. Noch einmal. Hey, hopp. Hey, hopp. Er visiert, er zielt. Hey. Hopp. Ja, er war nah dran. Also die Sprungkraft lässt natürlich ein bisschen nach, wenn die Stiefel so halb voll Wasser stehen. Da sind zwar unten Fußbälle, stramm aufgepumpte Fußbälle drin, aber man muss... Oh, nicht mit dem Pferd, don't use a horse. Da kommt der Tierschutzverein und schimpft. Ja. Also der Versuch war gut, das muss man anerkennen. 10 seconds left. 5. 2 seconds. Attention. Come on. Hey. Leider nein. Sorry for you, Tony. You tried your best. Du hast das Beste versucht, daraus zu machen. Und ebenfalls auf der Strecke geblieben ist unser Reiter aus Bourgoin-Charlieu. Wir haben für Frankreich einen geplatzten Ballon. Ein Ballon für Bourgoin-Charlieu. Für Großbritannien drei Ballons. Drei Ballons für Oldham. Und für Deutschland eine Zeit 34 Sekunden. 34 für Schliersee mit dem Joker. Deutschland mit dem Joker 12 Punkte. Macht also 12 Punkte. Belgien mit dem Joker 10 Punkte. Es kommen nur noch Joker. 10 Punkte für Ökel. Schweiz mit dem Joker 8 Punkte. 8 Punkte für Olivone. Dann Großbritannien mit dem Joker 4 Punkte. 4 Punkte für Oldham. Nein, pardon. 6 Punkte. Pardon. 6, wir geben noch 2 zu. Also Großbritannien. Weil der Toni sich so gequält hat. Ne? Ja, Großbritannien 6 Punkte. 6 Punkte. Holland mit dem Joker 4 Punkte. 4 Punkte für Nieuwegein. Und Frankreich einen Punkt. Und einen Punkt für Bourgoin-Charlieu. Wir gehen ins nächste Zwischenspiel, liebe Zuschauer. Man muss ein bisschen Luft holen, glaube ich, dabei. Denn das war so aufregend, dieses Reitturnier, Reit- und Springturnier. Unsere Lakaien kommen aus Carrara, aus Italien. Und die feurigen Rappen, nein, das sind ja Schimmel. Ich bin fast farbenblind geworden vor Aufregung. Es sind Schimmel und zwar sind sie aus Olivone und aus Ückel, also eine schweizerisch-belgische Gemeinschaftsproduktion dort vorne. Schiedsrichter signalisiert, alles klar. Gennaro? Ja. Attenzione! 3, 2, 1. Und der italienische Teamkapitän ist Massimo Bedine, der jetzt versucht, seine Lakaien so lang wie möglich hinten auf dem Trittbrett zu halten. Und er ist nicht schlecht. Ein Sonderapplaus für unsere Pferdekombination aus Olivone und Ückel, die es geschafft haben, die beiden Lakaien ganz schnell abzuschütteln. Vielleicht sollten wir es mal mit der Anschnallpflicht versuchen für die Lakaien hinten auf der Kutsche. Dann würden sie eher eine bessere Zeit holen, aber das wäre natürlich nicht der Sinn des Spiels. Wir haben für Italien 11 plus 14, das macht 25 Sekunden. 25 Sekunden für die Mannschaft von Carrara. Liebe Zuschauer, ich muss Ihnen schnell mal zwischendurch etwas sagen hier zu dem Schloss, das ja eine große Vergangenheit hat. Der Erhard hat vorhin schon gesagt, dass viele berühmte Gäste hier gewesen sind, beispielsweise Napoleon. Napoleon hat 1805 hier gesagt, wer nicht für mich ist, der ist wider mich. Heute Abend ist zwar im Kampf hier jeder gegen jeden, aber alle zusammen sind wir doch für dieselbe Idee. Wir wollen ja nicht nur Spiel, sondern auch Spaß ohne Grenzen haben.
Dahin passt eigentlich ganz gut, dass General de Gaulle hier 1962 einen Appell zur Solidarität der Jugend an alle in Europa, an alle Jugendlichen, an alle, die mitarbeiten wollten, hier an dieser Stelle ausgesprochen hat. Und hier in Ludwigsburg, auch das muss man vielleicht an dieser Stelle mal sagen, wurde die erste deutsch-französische Patenschaft besiegelt und inzwischen gibt es 726. Auch das ist etwas, was für Europa spricht und darüber spricht man allzu selten. Deswegen wollten wir daran erinnern. Erhard hat die Damen um sich versammelt. Du hast es gut. Ja, normalerweise im Barock, wenn man sich traf am Hofe, spielte man am liebsten blinde Kuh. Wenn aber ein Pastor anwesend war, die Geistlichkeit, dann durfte man das nicht. Allerdings ein bisschen Sex war auch bei diesem Spiel dabei, das wir ihn jetzt zeigen. Denn die Herren, hier ein Herr aus den Niederlanden und hinter mir ein Herr aus der Schweiz, wird galant ein Bällchen der Dame hier zurollen. Diese hebt dann charmant etwas den Rock, spielt unter dem Rock ein bisschen Fußball. Per favore, il concorrente italiano, portiere, subito al gioco. Jetzt hat er mir meinen ganzen Faden wieder kaputt gemacht. Können Sie mir noch folgen? Das Mädchen oder die Dame hat also den Ball unter dem Rock, dreht sich, spielt den Ball hier durch das Tor, das mit Blumen markiert ist, hindurch, dieser Mitspielerin zu. Die macht dasselbe und spielt dann den Ball hier in diese Laube. Hier sollte jetzt ein gegnerischer Spieler sitzen, nämlich ein Italiener, aber der hat es vergessen. Entweder interessieren ihn die Damen hier nicht, wir müssen noch festschnallen, damit er nicht zu viel Bewegungsfreiheit hat. So. Und er hat die Möglichkeit, nachdem er ja von der gegnerischen Mannschaft ist, hier ist ja die niederländische, den Ball zu stoppen, sodass er nicht in die Laube reinfallen kann. Denn gewertet werden die Bälle, die wirklich, ähnlich wie beim Fußball im Tor, es ist aber kein Tor, sondern im Rokoko eine Laube, die Bälle, die im Tor sind, werden gewertet. Maximal 5 Stück, wenn jeder dann 5 Bälle in die Laube bringt, wird die Zeit entscheiden, wer der Bessere war. Wir haben 2 Durchgänge bei der Schweizer Mannschaft. Sitzt ein französischer Herr im Tor oder in der Laube, besser gesagt. Das Tor soll ich ja vermeiden, denn im Rokoko gab es ja und im Barock gab es noch kein Fußballspiel. So, Achtung. Moment. Moment. Achtung. 3, 2, 1. Und begleitet wird natürlich alles von der Flöte des Pan. Und damit Sie am Bildschirm deutlich verfolgen können, ob es ein gültiger Ball war, wird jedes Mal für einen derartigen Ball ein Schiedsrichter einen Gleichgefärbten in eine bereitgestellte Säule legen, sodass wir dann am Schluss das Ergebnis dort ablesen können. Die Spielzeit ist maximal 2 Minuten oder 5 Bälle. Und wir haben noch 40 Sekunden. Und bei der Schweiz sind immerhin schon 3 gültige Bälle. Jetzt der 4. Ja, die Schweiz hat es geschafft. Die Schweiz hat alle 5 Bälle in die Laube gebracht. Hier entscheidet also dann die Zeit. Liebe Kane, Niederlande, schießt noch gegen ihren italienischen Galant. Aber jetzt ist die Spielzeit um. Wir können also noch mal kurz ablesen. Sie können es sehen, aber ob es wirklich gültige Bälle sind, sagt natürlich nur Gennaro. Wir haben für Holland, hier haben wir 4 Bälle. Für Nieuwegein 4 Bälle. Und die Zeit für die Schweiz ist 1 Minute 34 Sekunden.
Und Olivone in der Zeitwertung, also in der besseren Tabelle, mit 1 Minute 34 Sekunden. So, und jetzt im zweiten Durchgang. Da darf ich bitten, unsere Damen aus Frankreich und aus Italien. Der Gegenspieler von Italien, von Carrara, ist ein Belgier und von Frankreich ein Herr aus Schliersee. Achtung, Achtung, 3, 2, 1. Der deutsche Herr in der Laube, der also der Gegenspieler von Frankreich ist, ist Manfred Noppe, 35 Jahre, Sportlehrer. Und sein Hobby ist Handball und das kann er jetzt natürlich voll verwerten. Also für Bourgoin Jalieu bisher zwei Bälle und 2, 4 und 5, die volle Zeit, also die volle Ballanzahl schon für Carrara. So, Achtung. Noch 20. Ja, es sind beide schon fertig. Beide kommen also in die Zeitwertung. Das waren sehr, sehr tüchtige Damen. Sie haben es geschafft, innerhalb der Spielzeit alle 5 möglichen Bälle in die Laube, dem Herrn durch die Beine, zwischen den Armen durchzuschießen, sodass sie also schon in der besseren Wertung sind. Beide Mannschaften haben natürlich 5 Bälle gehabt und für Frankreich eine Zeit von 1 Minute 38 Sekunden. Bourgoin Jolie, 1 Minute 38 Sekunden. Und für Italien die beste Zeit, 1 Minute 17 Sekunden. Und für Marina Di Carrara, 1 Minute 17, die bisher beste Zeit. Aber noch kommen 2 Mannschaften. Darf ich bitten, Belgien mit Ückle. Und Deutschland mit Schliersee. Der Gegenspieler der belgischen Mannschaft kommt aus den Niederlanden und der Gegenspieler für Schliersee aus der Schweiz. Achtung, 3, 2, 1. Für Schliersee rollt Rainer Rummert den Ball zu Karin Jörg. Und die zweite Dame ist dann Beatrice Schreier. Beide sehr jung, 17 und 18 Jahre alt. Und während Karin noch zur Schule geht, hat Beatrice Schreier gerade Abitur bestanden. Und dementsprechend gern hat sie es natürlich erfahren, dass Schliersee so glücklich ins Endspiel gekommen ist. Ja, da hagelt es nur so die Bälle bei Schliersee. Alle 5 sind schon im Nest.
Dementsprechend groß ist natürlich auch die Freude unserer Barockdamen aus Bayern. Nur Belgien spielt noch, bisher 3 gültige Bälle in der Laube. Oh. Ja, das war der 4. Noch 15 Sekunden. Der Schlusspfiff, die 2 Minuten sind zu Ende. Und jetzt nach dieser Wertung können wir dann wieder die Plätze und damit die Punkte verteilen. Ich glaube, Sie konnten es mitverfolgen, bei Schliersee ertönte der Pfiff, die Mannschaft war also in der Zeitwertung. Ja, für Belgien 4 Bälle. Ückle, 4 Bälle. Und für Deutschland, glaube ich, dass wir ein wenig unten der Minute sind. Oh la la, Schliersee unter einer Minute, höre ich. Unter der Minute, es war 53 Sekunden. Schliersee 53 Sekunden. Dann die Punkte. Deutschland 6 Punkte. Schliersee 6 Punkte. Italien 5 Punkte. Carrara 5 Punkte. Für die Schweiz 4 Punkte. Olivone 4 Punkte. Frankreich 3 Punkte. Bergwijn, Chalieu, 3 Punkte. Für Niederland 2 Punkte. Nieuwegein, 2 Punkte. Und für Belgien ebenfalls 2 Punkte. Und Ückle, 2 Punkte. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen. Es geht weiter mit dem Zwischenspiel und zwar mit Großbritannien. Oldham ist an der Reihe. Und die Pferdchen kommen aus Belgien und hier aus Italien. Beiden Lakaien stehen schon, ebenso der Trainer. Good luck. Attention, attention, 3, 2, 1. Das war eine kurze Fahrt. Das war eine kurze Fahrt. Ja, die Pferde waren scheinbar wirklich ausgeruht und dementsprechend feurig und schnell. Ja, leider eine kurze Zeit. 16 Sekunden für Großbritannien. 16 Sekunden für Oldham. So, und nachdem ja Bundeskanzler Helmut Schmidt in Deutschland das Schnupfen repräsentiert oder überhaupt salonfähig gemacht hat in letzter Zeit, genehmige ich mir also auch eine kleine Prise. Wissen Sie übrigens, dass es in Bayern richtige Weltmeisterschaften im Schnupfen gibt, wo man den Schnupftabak von da bis da verteilt? Wenn nicht, dann lassen Sie sich unser Schnupfen von Manfred Erdenberger erklären. Dieses ist die erste Hälfte unseres ehrwürdigen Tabakkollegiums hier mit Gilbert, mit Patricio, mit Brian. Und diese Herren frönen schon lange dem Laster des Schnupfens und das sehen Sie unzweifelhaft an den gewaltigen, schon geröteten Nasen, mit denen Sie den Schnupftabak aufnehmen mit wachsender Begeisterung. Auf der Rückseite haben Sie dann Ihren Stock umgebildet zu einem kleinen Silo, wo der Schnupftabak dann beim Schnupfen landen wird. Der Schnupftabak, der übrigens hier auf dem Tisch liegt und der dann aufgenommen wird. Ja, und dann wollen wir sehen, wie schnell und wie gut es geht. Die britische Regierung wird kassieren. Oh ja, da müssen wir schnell noch mal schauen. Da haben wir den Joker für Bourgoin Chalieu. Bonne chance. Bonne chance, tous les deux. Merci. Okay, wir starten von hier, Guido. Vorsicht, da ist noch jemand im Weg. Ja. Achtung, 3, 2, 1. Drüben auf der anderen Seite nehmen wir den ersten Tabak auf. Und jetzt werden Sie mal sehen, wie das geht. Wenn Sie es summen hören, dann heißt das, der Staubsauger ist eingeschaltet. Denn im Inneren dieser Vertreter des Tabakkollegiums ist ein Staubsauger. Der läuft auf vollen Touren und nimmt den Schnupftabak hier vom Tisch. Je tiefer die mit der Nase da reingehen, desto besser wirkt es. Wollen wir das ein bisschen hörbar machen hier? Im Moment schnupft er gar nicht, aber es brummt schon. Hier bei den Franzosen, glaube ich, da gibt es mehr. 5 Sekunden noch. Attention. So, wir wechseln noch mal die Tische. Schnell wieder rüber auf die andere Seite.
Man beachte diesen zierlichen Schritt mit den kleinen Schnallenschüchen. Auch drüben schnell nochmal die Nase tief hinein. Ein bisschen schütteln, der Staubsauger brummt. Nach 20 Sekunden ertönte der erste Pfiff, jetzt nach insgesamt 80 Sekunden gleich. Wie viel haben wir noch? So noch 10 Sekunden, dann starten wir. Noch 10, dann wechseln wir nochmal den Tisch. Achtung! So, nun nochmal zum Endspurt. Herüber. Und das letzte Mal hinein in den Schnupftabak. Ja, der ist schon voll. Mehr kann es gar nicht werden. Mal schauen, was Brian macht. Brian Parkinson ist das übrigens. Einer seiner Ahnen muss der Erfinder des öffentlichen Dienstes gewesen sein, nachdem das ganze System benannt wurde. Also hier rauscht es und hier knistert es. So, jetzt wird's ernst. Jetzt geht's aufs Treppchen und dann wird gemessen. Dann wollen wir sehen, was im durchsichtigen Stock hinten alles angesammelt ist. So, jetzt können wir nämlich ganz genau am Maßband ablesen, was da alles, da hier tropft es immer noch, der Staubsauger läuft auch noch beim Brian. Also für Großbritannien 53 cm Tabak. 53 cm für Oldham. Schnell mal schütteln. Was sagt denn hier Carrara? Für Italien 24. 24 Sekunden, 24 cm. Dagegen Frankreich hat seine Tabakdose komplett gefüllt. Restlos voll, der ganze Silo bis oben in die Ernte ist wirklich gut ausgefallen. Ja, und die Zeit ist 1 Minute und 20 Sekunden. Das heißt also 1,20 dann die Zeitwertung. Drüben den zweiten Durchgang haben wir inzwischen vorbereitet. Und wir haben auf der anderen Seite Vertreter im Tabakkollegium aus Schliersee, aus Öckel und aus Olivone. Und für Schliersee schnupft Georg Seemüller, der 36-jährige Zimmermann aus Bayern. Wenn der es nicht kann, geht er was? Ja. Achtung! 3, 2, 1. Start frei. Erster Einlauf. Aber jetzt. Ja. Und je tiefer die runtergehen mit den Nasen, desto besser ist es natürlich, den Schnupftabak aufzunehmen, dann tritt die ganze Saugwirkung auch voll ein. Also hier läuft es nicht schlecht. Mal schauen, was denn Schliersee da hinten drin hat. Ah, das ist noch ein bisschen zögernd. 5 Sekunden noch hier an diesem Tisch. Bei Olivone geht es sehr gut. Und wechseln, meine Herren. Im leichten Trab. Also die Batterien sind extra vor Spielbeginn in jedem Staubsauger nochmal überprüft worden, damit das auch alles funktioniert. Die Düsen gereinigt, das heißt, damit die Nase nicht plötzlich verstopft ist. Und dann sind die natürlich verschnupft, wenn das nicht funktioniert. Noch 5 Sekunden. Achtung! So, jetzt wollen wir sie nochmal ein bisschen unterstützen hier beim Endspurt. Also in der bayerischen Schnupftabakdose ist wohl was anderes gewesen als Schnupftabak. Der ist so weich in den Knien. Das ist der Kampf um den besten Futterplatz, habe ich den Eindruck. Olivone hat reiche Ernte eingefahren. Die Schnupftabakdose auf dem Rücken, die verlängerte, ist voll. 5 Sekunden noch. Achtung! So, jetzt aber raus mit den Nasen und aufs Treppchen.
Oh ja, da ist aber eine Menge drin. So, meine Herren, Sie können die Staubsauger ausschalten. Wir müssen ja alle Energie sparen. Das ist der beste Beweis jetzt, wie kooperativ Sie sind. Ja, es summt auch nicht mehr. Wir schauen erstmal in Ruhe nach. Also Deutschland haben wir 26 cm. 26 für Schliersee. Oh! Dagegen die anderen zwei Mannschaften haben die Dose voll in Zeit. Die Dose voll? Ja. Die Schnupftabakdose voll, dass es keine Missverständnisse gibt. Also die Belgien exakt in 2 Minuten. 2 Minuten für Ökel. Und die Schweiz in 1 Minute und 38 Sekunden. So, 1:38 für Ole Wohne. Wir gehen mal hier vor, damit wir dann die Punkte von hier schnell geben können. Noch ein bisschen weiter vor. So, und Sie drehen uns da hinüber. Für Frankreich mit dem Joker 12 Punkte. 12 Punkte für Bourgoin Chalieu mit dem Joker. Schweiz 5 Punkte. Und 5 Punkte für Ole Wohne. Belgien 4 Punkte. 4 Punkte für Ückel. Großbritannien 3 Punkte. 3 für Oldham. Deutschland 2 Punkte. 2 für Schliersee. Und Italien 1 Punkt. 1 Punkt für Carrara. Danke, Guido. Wir werfen übrigens die Erbsen, und das war der Schnupftabak, nicht weg. Die kommen morgen in die Erbsensuppe. Die Stadtverwaltung hat schon gesagt, da wird ein Volksfest rausgemacht. 8 Tage Erbsensuppe in Ludwigsburg. Im nächsten Viel Rouge unsere Lakaien aus Nieuwekein in den Niederlanden mit den Pferdchen aus Carrara und Oldham. Alles klar, wir starten. Attenzi. Gennaro. Attenzi. 3, 2, 1. So, Achtung, jetzt kommt der erste kritische Punkt, erste Kurve. Oh! Das ist das erste Mal, dass unsere Pferdchen über die Hindernisse gestolpert sind. Zweite Runde. Also eine ganz raffinierte Haltung, die die Lakaien da hinten praktizieren. Der eine hält das Kutschenfenster noch zu, damit sein Herr nicht gesehen wird auf der Flucht. Nochmal ein Spurt, auch wenn die Pferdchen schon ein bisschen müde sind. Jetzt nehmen die inzwischen die Hindernisse mit. 5 Sekunden noch. Achtung. 3. Ja, Nieuwegein hat standhafte Leute hinten auf dem Trittbrett versammelt. Das ist wieder die beste Wertung wie für die Schweiz. Das macht 120 Sekunden. 120 Sekunden tragen wir ein für Nieuwekein und weiter geht's mit Erhard noch einmal hinüber in die Blumen. Also nach dem Tabakverschleiß vorhin bei den Schnupfern wäre es natürlich am besten, wir würden hier Tabak anpflanzen, aber bei uns hier in Ludwigsburg gibt es nur Blumen, 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 Blumen. Und deshalb haben wir auch 3 Gärtnerinnen hier schon. Einmal eine Gärtnerin aus den Niederlanden, eine Dame aus Frankreich und hier die Seniorita aus Italien. Signora? Oh, scusi, Signora. Und diese Damen werden die Blumen gießen, die hier etwas schon zu welken drohen. Und dazu haben wir einen ganz speziellen Mechanismus. Die Blumen liegen hier in einem Eimer. Und wenn man diesen Eimer füllt, dann richtet sich die Blume automatisch auf. Und wir haben hier Sonnenblumen und Gladiolen. Und wenn jeweils die Reihe voll in Blüten bracht, hier dasteht, wird die Zeit genommen oder, falls man die ganze Spielzeit braucht, wiederum die Zahl der Blumen. Jetzt brauche ich einen Schiedsrichter, der mir hilft, das Spiel anzupfeifen, aber da kommt ein Joker. Italien! Carrara setzt den Joker. Die sind natürlich geübt im Blumengießen, können Sie sich vorstellen. Bei denen regnet es ja nicht den ganzen Sommer wie bei uns, sondern da muss gegossen werden, wenn die Blumen wirklich blühen sollen. Mille grazie. So, bitte. Achtung! 3, 2, 1. Aber Sie sehen schon, unsere Gärtnerinnen, die hier im edlen Wettstreit sich um die Blumen bemühen, haben keine Gießkannen, sondern nur Plastikschürzen. Und mit diesen Plastikschürzen heißt es, das Wasser zu holen und geschickt einzufüllen.
Für Niebe Hain macht das Margot Posthauer, eine 29-jährige Hausfrau, und die wird natürlich auch Übung haben. Ebenso ist es bei unserer Senora aus Carrara, nämlich Mirta Segreti. Sie ist auch schon 32 und hat dementsprechend schon ihre Hausfrauenpflichten einige Jahre ausgeübt. Ja, man darf natürlich nicht mit der Schürze oder ein bisschen mit dem Knie nachhelfen, damit sich die Blumen aufstellen, sondern das muss ganz allein durch den Schwimmer geschehen, der sich unter der Blume befindet. Nur dann wird es gewertet. Die Französin ist Fabienne Boutin. Sie ist die Jüngste, 21 Jahre. Und nicht die Schlechteste, wie man sieht. Sie ist ziemlich gleich auf. Im Gegenteil, sie führt jetzt schon mit ein, zwei Blumen. Aber trotz allem, wenn man immer wieder den Weg berechnet, vor zum Becken und zurück, dann ist es ein Rennen Kopf an Kopf. Wie viel haben wir noch? 20 Sekunden. 20 Sekunden. Ja, und da ist unsere Mademoiselle aus Bourgoin-Charlieu schon fertig. Und auch bei Carrara ist das Spiel gleich zu Ende. Achtung. Achtung, ja. Ja, schade. Also bei den Niederländern, ebenso bei uns, viel Regen, die sind nicht so geübt, obwohl es ja da auch große, große Blumenmeere an Tulpen gibt, hat es nicht ganz geschafft, alle erblühen zu lassen. Eine liegt noch, dementsprechend zwei Teams in der Zeitwertung, die andere in der Stückzahl der Blumen. Für Niederlande haben wir 14 Blumen. Niebe Hain, 14 Blumen. Für Frankreich die Zeit 1 Minute 40 Sekunden. Bourgoin-Charlieu 1 Minute 40 Sekunden. Und für Italien 1 Minute 53 Sekunden. Und Carrara, mit dem, die den Joker gesetzt haben, 1 Minute 53 Sekunden. So, und jetzt dürfen wir die Damen aus Großbritannien, aus der Schweiz und aus Belgien bitten. Bitte das Tor auf für unsere Gärtnerin. Entrez, Madame. So, die Spielregeln sind uns bekannt. Alles lauert auf den Startschuss. Gennaro. Ja. Achtung! 3, 2, 1. Für Großbritannien ist es Karen Hallowell, 17 Jahre alt, noch eine Schülerin. Für die Schweiz Lucia Poglia, sie ist 27. Und für Belgien Monique Angeli, 21 Jahre, eine Sportlehrerin, die jetzt ihre Sportlichkeit im Blumengießen beweisen will. Bisher wieder sehr ausgeglichen zwischen den drei Damen. Und die Hälfte der Spielzeit ist vorbei und sie haben auch ungefähr die Hälfte der Blumen schon gegossen. Es wird also wieder ein knappes Ergebnis werden. Wer schafft es innerhalb den 2 Minuten? Zeigt sich doch, wenn man ein bisschen üppiger gießt und lieber ein bisschen Wasser vergeudet, dass es dann günstig ist, wenngleich man danach öfters hin und her laufen muss. Aber die Blumen kommen dann doch schneller wieder hoch. So, Achtung bei Großbritannien, die letzte Blume. Und das war's. Congratulations, Great Britain. Fünf Sekunden. Achtung. Oh, das ist schade. Die eine Blume bei der Schweiz kam gerade beim Pfiff noch hoch. Und wahrscheinlich wird sie nicht mehr gewertet werden. Ich würde sie gönnen, denn dann hätte ihr nur noch eine gefehlt.
bis alle wieder blüht werden. So, Gennaro. Für die Schweiz war die letzte Blume, die 14. nach dem Pfiff, ist aufgekommen. Dann haben wir für die Schweiz 13 Blumen. Olivone, 13 Blumen. Für Belgien 13 Blumen. Bückle, genauso 13 Blumen. Und die Zeit für Großbritannien 1 Minute 44. Und Oldham 1 Minute 44 Sekunden. Dann die Punkte. Frankreich 6 Punkte. Bourguin, Jalieu 6 Punkte. Großbritannien 5 Punkte. Oldham 5 Punkte. Italien mit dem Joker 8 Punkte. Carrara mit dem Joker 8 Punkte. Niederlande 3 Punkte. Nieuwegein 3 Punkte. Für die Schweiz 2 Punkte. Olivone 2 Punkte. Und für Belgien ebenfalls 2 Punkte. Und für Uccle ebenfalls 2 Punkte. Und jetzt zu unserem letzten Fil Rouge, zum letzten Zwischenspiel, dieses Mal mit der Mannschaft aus Schliersee. Es sind Klaus Leitner und Erhard Meitinger, die als Lakaien hinten sind. Und die Pferde vorne kommen aus den Niederlanden und aus Großbritannien. So, jetzt, der Trainer ist auch schon fertig. Der Toni Engelhardt schiebt an. Ja. Achtung, 3, 2, 1. Ja, die stehen wie ein Baum. Aber jetzt kommt der Klaus Leitner ins Schwanken. Er ist auch der Größte der Mannschaft. Nein, der Erhard Meitinger ist der Größte. Der ist jetzt gestürzt. 19 Jahre, hat gerade sein Abitur gemacht und ist jetzt schon bei der Bundeswehr. Und da hat er einfach das richtige Standvermögen noch nicht. Ja, und Klaus Leitner, 30 Jahre, ehemals deutscher Kunstturnmeister. 1968 hat es noch am längsten ausgehalten. Also 13 Sekunden plus 22 macht 35 Sekunden für Deutschland. Schliersee, 35 Sekunden. So, wir wechseln die Position, damit wir sehen können, wie die Punkte und Plätze sind. Wir geben die Plätze. Wir haben 2 Ex-Eco, ersten Platz, Schweiz, ersten Platz. Olivone, erster Platz. Und Holland, ebenfalls erster Platz. Und Nieuwegein, erster Platz. Dann haben wir ein Belgien, dritter Platz. Uccle, dritter Platz. Dann Deutschland, vierter Platz. Schliersee, vierter Platz. Italien, fünfter Platz. Carrara, fünfter Platz. Frankreich, sechster Platz. Bourguin, Chalieu, sechster Platz. Und Großbritannien, siebter Platz. Und Oldham, siebter Platz. In Punkten heißt das, Guido. Punkten für Schweiz, 7 Punkte. Olivone, 7 Punkte. Für Niederlande, 7 Punkte. Nieuwegein, 7 Punkte. Belgien, 5 Punkte. Uccle, 5 Punkte. Deutschland, 4 Punkte. Schliersee, 4 Punkte. Italien 3 Punkte. Carrara 3 Punkte. Frankreich 2 Punkte. Bourguin Chalieu 2 Punkte. Großbritannien 1 Punkt. Und Oldham 1 Punkt. Das heißt also, dass jetzt Schliersee noch weiterhin mit 40 Punkten vor Olivone mit 31 und Uccle mit 30 Punkten vorne ist. Und damit jetzt ein militärisches Kommando als alter Stabsarzt Davidas. Achtung, stillgestanden! Militärische, was wir jetzt noch machen wollen. Wir haben unsere Wachsoldaten, unsere Repräsentationssoldaten noch einmal hier vor die Kamera geholt. Alle 7 Mannschaften zum letzten Spiel, dass wir Gennaro von hier vorne starten wollen. Ja. Achtung, attention. 3, 2, 1. Und nun, liebe Zuschauer, haben Sie Gelegenheit, alle noch einmal anzufeuern. Alle im Gleichschritt anzufeuern, denn sie sind untereinander verbunden, unsere Wachsoldaten. Und das heißt, sie müssen im Rhythmus marschieren auf die andere Seite des Platzes zur Wachablösung. Jetzt kommen vor allen Dingen alle Fans, noch einmal alle Schlachtenbummler hier ganz voll zum Einsatz, die ihre Mannschaft begrüßen. Beispielsweise sehe ich aus Rehau, das ist die Partnerstadt von Bourguin, Chalieu, die extra angereist sind aus Oberfranken. Und viele, viele andere Städte haben ihre Vertretungen hier nach Ludwigsburg zum Finale geschickt. Oben wird gewendet. Und da sehen Sie mal, was man im Zeitalter des Barock unter Aufrüstung verstand. Da werden Mädchen
an Bord genommen. Und dann geht es zurück, entweder in die Kaserne oder nach Hause, ganz wie Sie mögen. Aber es muss im Gleichschritt sein. Nach welcher Musik auch immer, ob nach dem bayerischen Defiliermarsch, wie ganz innen jetzt für Schliersee, oder nach dem alten Schlager, wir wollen niemals auseinandergehen, weil man ja mit den Füßen untereinander verbunden ist. Helfen Sie ihnen ein bisschen, den Rhythmus zu halten. Zählen Sie mit, liebe Zuschauer. Hier geht es um die letzten Meter. Und hier kommen die ersten Mädchen. Hier kommt Schliersee ins Ziel. Wachablösung für Schliersee ist erfolgt. In der Mitte kommt Ücke. Dann kommt Knevekein, Olivone, Heldtritt. Hier kommt Ückel gleich mit Knevekein auf der Bahn. Jetzt noch Oldham, Kopf an Kopf etwa mit Olivone. Hier, liebe Schweizer, Ihre Mannschaft aus Olivone jetzt im Ziel. Jetzt müssen wir auf die andere Seite mal. Denn hier entscheidet sich jetzt jeder Platz, jeder letzte Punkt, der noch vergeben wird. Noch sind wir nicht komplett. Noch fehlt Bourgogne, Chalieu, noch fehlt Carrara, noch fehlt Oldham. Großer Jubel inzwischen schon auf dem Platz. Aber liebe Zuschauer, helfen Sie noch unserem letzten Bahnvierer, der hier noch einlaufen muss, die Mannschaft aus Frankreich von Bourgogne Chalieu. Die fehlt uns noch. Noch sind wir nicht komplett. Ja, das war noch einmal Spannung, noch einmal Dramatik in diesem Finale des Jahres 1977. Wo sich die besten Mannschaften aus den einzelnen Runden von Spiele ohne Grenzen hier in Ludwigsburg getroffen haben. Es wird noch sortiert zwischen den einzelnen Mannschaften, die noch auf der Strecke sind. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer zu Hause, ich hoffe, Sie können das nachempfinden, das, was hier geschehen ist. Dagegen war Wallensteins Lager eine harmlose englische Gartenparty. Ich denke, wir sind komplett. Inzwischen auch unsere Franzosen. Es war nicht so einfach, glaube ich. Wir können ohne anderes die Stellungen geben. So. Deutschland ist Erster. Erster ist Schliersee auf diesem letzten Spiel. Belgien ist Zweiter. Zweiter Ückel. Nee, die Niederlande sind Dritter. Dritter Knevekein. Die Schweiz Vierter. Vierter Olivone. Großbritannien Fünfter. Oldham ist Fünfter. Frankreich Sechster. Bourgogne Chalieu Sechster. Und Italien Siebter. Und Carrara ist Siebter. Das heißt, Guido, die Punkte von hinten. Ja, Italien einen Punkt. Ein Punkt für Carrara. Frankreich zwei Punkte. Zwei Punkte für Bourgogne Chalieu. Großbritannien drei Punkte. Drei für Oldham. Schweiz vier Punkte. Vier für Olivone. Niederlande 5. 5 Punkte für Knevekein. Belgien 6 Punkte. 6 für Ökel. Und Deutschland 7 Punkte. Und noch einmal 7 Punkte für Schliersee. Gennaro. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die ganze Runde 1977. Ja. Ihr seid 78 wieder dabei. Nächstes Jahr, ja. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Danke euch. Schönen Dank. Und wir gehen hinüber zur Siegerehrung mit Erhard Keller. So, ich glaube, dass ich jetzt wieder dran bin. Ich kann zwar nichts mehr. Das hat heute Abend Sieger sagen. Schliersee mit 47, 36, Olivone 35 an vierter Platz. Oldham Großbritannien gleich mit Bourgogne Chalieu 32. Knevekein ein bildet Marina Di Clara Sieger vom 27 und damit habe ich jetzt das große Vergnügen, den Schliersehern den goldenen Pokal, dem Sieger der Sieger, unseren Bayern aus Schliersee zu geben. Habt ihr es wieder gezeigt? Ja? Genau. Prima, und der Kerdoy knippt mit nach Hause.
Da wird gefeiert, zufrieden natürlich. Ja. Liebe Zuschauer, der Versuch auch noch die beiden Trophäen in Silber und Gold loszuwerden, ist ein bisschen schwierig. Im Moment sehe ich also nur begeisterte Sieger und Platzierte. Wir halten diese Pokale schnell noch fest zur Siegerehrung. Wir werden sie noch los. Wir sagen schnell unseren Zuschauern auf Wiedersehen. Für dich war es ebenfalls ein Finale im doppelten Sinne. Ein Finale von Spiel ohne Grenzen nach 4 Jahren. Und wir werden uns aber auf dem Bildschirm irgendwann wiedersehen. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen 1978 bei Spiel ohne Grenzen. Auf Wiedersehen und guten Abend aus Ludwigsburg.